3. Das junge Mädchen und die Frau, die ihr natürlicher Feind war. Seit einiger Zeit war Kenneth Latinas wichtigster Gesprächspartner. Es war nicht Dale, von dem sie immer sagte, dass sie ihn so sehr liebte, oder Rita, die das gleiche Geschlecht wie sie hatte, sondern Kenneth. Sie hielt Dale ganz sicher nicht für unzuverlässig. Sie war sich sehr wohl bewusst, dass er ihr Vormund war und dass er für ihr Handeln verantwortlich war. Dale war für Latina etwas Besonderes und sehr wertvoll, und gerade deshalb hatte sie Angst, dass er sie nicht mögen würde. Sie war besorgt, dass sie ihn verärgern würde, wenn sie ihm Ärger machte. Daher sah sie es als Belastung an, egoistisch zu sein oder ihn mit ihren Problemen zu belasten, was sie nicht tun wollte. In letzter Zeit schenkte Dale ihr viel mehr Aufmerksamkeit und Zuneigung, als es für jemanden in ihrem Alter angemessen war, so dass sie sich nicht mehr so gern mit ihm beschäftigte wie früher. Sie achtete nicht mehr darauf, dass sie nicht als Kind angesehen wurde. Als Beweis dafür, dass sie nun in der Nähe anderer ihre Vorsicht fallen ließ, hielt sie jeden Fehler und jeden kleinen Unfug für wertvoll und nutzte ihn, um die Erwachsenen um sie herum zum Lachen zu bringen. Doch alte Gewohnheiten lassen sich nur schwer ablegen. Rita war immer mit Kunden und Papierkram am Tresen im Dancing Ocelot beschäftigt. Latina war von Natur aus ein sehr ernsthaftes Mädchen, deshalb dachte sie, dass es nicht gut wäre, Rita bei der Arbeit zu stören. Seit Latina zum ersten Mal ins Ocelot kam, verbrachte sie viel Zeit mit Kenneth in der Küche. Ein wichtiger Grund dafür war, dass sie sich für das Kochen interessierte und es lernen konnte, während sie ihm half. Da Kenneth ein zuverlässiger Meister war, der von Natur aus tolerant war und sich gut um andere kümmern konnte, war es auch nur natürlich, dass Latina von ihm abhängig wurde. In diesem Moment war Kenneth jedoch furchtbar verwirrt. Latina stand vor ihm, sah niedergeschlagen aus und starrte auf den Boden. Er hatte gewusst, dass dieses kleine Mädchen eine Menge Geheimnisse in den Tiefen ihres Herzens verborgen hielt. Aber er hätte sich nie vorstellen können, dass eines dieser Geheimnisse bei ihm ein so unangenehmes Gefühl auslösen würde. Es begann damit, dass sie über ihre Mutter sprach. Als Kenneth der Latina zuhörte, wie sie über die Frau sprach, die sie nie zuvor erwähnt hatte, stieß er einen Seufzer aus und spielte dabei mit der halb geschälten Kartoffel in seinen Händen. Das ganze Problem hatte damit begonnen, dass Helmine hier im Dancing Ocelot geblieben war. Dale hatte Herzog Eltstedt kurz nach seiner Rückkehr nach Kreuz von seiner Rückkehr in Kenntnis gesetzt. Und genau wie Helmine gesagt hatte, erhielt er eine Nachricht über eine bevorstehende Operation zur Unterwerfung von Dämonen. In der Antwort wurde auch vermerkt, dass sein Besuch in der Hauptstadt, um einen offiziellen Bericht über seine Rückkehr abzugeben, warten könne, bis die Zeit für diese Aufgabe gekommen sei. Der Geruch eines bevorstehenden Brandes wehte offenbar durch die kleinen Nachbarländer, so dass der Herzog als Premierminister von La Bande sehr beschäftigt war. Solche Angelegenheiten fielen nicht in den Zuständigkeitsbereich von jemandem wie Dale, der auf den Umgang mit Dämonen und Dämonenfürsten spezialisiert war. Dem Brief des Herzogs lag eine private Nachricht seines Freundes Gregor bei, in der er mitteilte, dass er auf einer Mission zur Bewachung seines Vaters und seiner Brüder beschäftigt sei. Offenbar hatte Helmine tatsächlich in Kreuz zu tun, denn sie war in der ganzen Stadt unterwegs, um sich mit alten Freunden zu treffen. Da sie eine auffällige Frau war, eine Seltenheit in Ocelot, war sie ein offensichtliches Ziel für Klatsch und Tratsch. Sie hatte nicht die Absicht, Helmines Aktivitäten zu erforschen, aber Latina hörte natürlich trotzdem davon. Und das brachte sie wie immer in schlechte Stimmung. Diesmal wussten alle, was los war, aber Latina war nicht gut darin, ihre Gefühle zu verbergen. Bis zu diesem Zeitpunkt war sie immer freundlich zu anderen gewesen und hatte sie mit einem Lächeln begrüßt, so dass sie nie gedacht hätten, dass sie sich so verhalten würde. Aber vielleicht waren diese häufigen Stimmungsschwankungen auch eine Eigenschaft von ihr.
Latina trug ihr übliches Lächeln, aber der Unmut, der ihr ins Gesicht geschrieben stand, war, um es einfach auszudrücken, weil sie nicht gut mit Helmine umgehen konnte. Ihre allzu offensichtliche Reaktion machte diese Tatsache nicht nur Helmine selbst, sondern auch den Kunden im Laden bekannt. An dem Tag, an dem Dale und Latina zurückkehrten, war die Zahl der Kunden für das Dancing Ocelot etwas gering, aber am Tag danach war der Laden weitaus mehr als sonst belebt. Die Nachricht von der Rückkehr der für den Laden typischen süßen kleinen Kellnerin verbreitete sich von einem der Stammgäste, einem Pförtner aus dem südlichen Bezirk, über eine Art Informationsnetz zu den anderen. Diese Stammgäste schmiedeten einen Plan. Sie beschlossen, die Platinfeenprinzessin, das Idol aller, an dem Tag, an dem sie von ihrer Reise zurückkehrte, ausruhen zu lassen. Deshalb unterdrückten sie ihr Verlangen, sie zu sehen, und hielten sich an diesem Tag mit einem Besuch zurück. Denn wenn das ernste junge Mädchen sah, dass im Laden viel los war, würde sie eher aushelfen, als sich um sich selbst zu kümmern. Und in diesem Fall war es besser, eine solche Situation von vornherein zu vermeiden. Aber als Ergebnis dieses Aufbaus war der Laden am nächsten Tag völlig überfüllt. Es gab nicht einmal genug Sitzplätze für die Kunden, also wurden Weinfässer in die Ladenfront gebracht, die als provisorische Tische dienten, um die herum die Kunden standen und tranken. Als Dale und Kenneth sahen, wie sich die einschüchternden Gesichter der alten Leute in ein Lächeln verwandelten. Als sie dem jungen Mädchen liebevoll dabei zusahen, wie es fröhlich im Laden herumlief, stießen sie einen Seufzer aus und erkannten, dass es vielleicht doch kein bloßes Gerücht war, dass die Stammgäste des Dancing Ocelot eine gemeinnützige Organisation von Kreuzabenteurern gegründet hatten, einen Latina-Fanclub. Helmine war auch da, und Latina sah verärgert aus, aber die Frau fand das einfach amüsant. Niemand sonst konnte sich zwischen die beiden stellen, und vor allem Dale musste sich den Bauch halten. Dass er von Helmine wie ein kleines Kind behandelt wurde, ärgerte Latina sehr. Sie hatte ihre kleine Statur nie gemocht und reagierte deshalb besonders empfindlich auf Worte wie klein. Wenn Dale oder Kenneth sagten, sie sei klein, schaute sie nicht allzu verärgert, weil sie spürte, dass es aus Zuneigung zu ihr geschah. Aber es schien, dass nicht jeder die Erlaubnis hatte, solche Dinge zu sagen. Helmine war ein schlechter Gegner für sie. Während sie Latina dabei zusah, wie sie den Tresen abwischte, stützte Helmine ihr Kinn auf die Hände und sagte, nur mit den Augen lächelnd: Du bist wirklich eine bezaubernde kleine Dame. Latina ist gerade mit der Arbeit beschäftigt, entgegnete sie fest, sich ihres Aussehens bewusst und spürte, dass Helmine sie jung nannte. Da Latina klein war, musste sie ihre Arme ausstrecken und sich auf die Zehenspitzen stellen, um die Ecken der Theke zu reinigen. Sie so hart arbeiten zu sehen, reichte aus, um selbst jemandem, der kein vernarrter Idiot wie Dale war, ein albernes Lächeln zu entlocken. Es gibt viele Dinge, die man nur als Kind machen kann, du brauchst es also nicht so eilig zu haben, erwachsen zu werden, antwortete Helmine ruhig, die selbst schon eine reife Erwachsene war. Sie wusste, dass Latina sie als Feind ansah, aber sie tat es einfach als das Verhalten eines Kindes ab. Latina blies als Reaktion auf Helmines Lachen ihre Wangen auf. Diese Angewohnheit war an sich schon kindisch, aber solche Dinge waren normalerweise keine bewussten Handlungen. Latina hatte einen Minderwertigkeitskomplex, weil sie ein Kind war. Sie konnte nicht umhin, Helmines Worte als unangenehm zu empfinden, wenn die Frau in der überlegenen Position war, eine Erwachsene zu sein. Latina wird bald erwachsen werden, antwortete Latina, drehte sich um und eilte in die Küche. Da Helmine eine Kundin war, konnte sie dem jungen Mädchen nicht dorthin folgen, was es zu einer sicheren Zone machte. Als Latina die Küche betrat, waren ihre Schultern hochgezogen und sie war wütend, aber in dem Moment,
Indem sie ihren gewohnten Platz erreichte und sich hinsetzte, erschlaffte sie wie ein Luftballon. Latina schien angestrengt über etwas nachzudenken, während sie auf den Boden starrte. Kenneth stellte einen Eimer voller Gemüse mit einem dumpfen Schlag ab und setzte sich neben sie. Er begann schweigend zu arbeiten, ohne sie etwas zu fragen, er wartete einfach an ihrer Seite, bis sie bereit war zu sprechen. Kenneth, flüsterte sie nach einer Weile leise. Was ist los, antwortete er, ohne seine Hände abzusetzen. Kenneth hatte in den letzten Jahren gelernt, sie gut zu verstehen, und er wusste, dass es ihr leichter fiel, zu reden, wenn er sich lässig gab. Wird Latina größer werden, wenn sie erwachsen ist? Du bist vielleicht kleiner als deine Freunde, aber du bist größer geworden, als du hierher gekommen bist, stimmt's? Du bist wirklich gewachsen? Stimmt. Trotzdem hellte sich Latinas Gesichtsausdruck nicht auf. Sie legte ihre Hände auf die Brust und stieß einen tiefen Seufzer aus. Latina wird vielleicht nicht groß werden, selbst wenn sie erwachsen wird. Rak sagte, Latina sei Emelvi sehr ähnlich. Emelvi? Ja. Emelvi war klein, also bleibt Latina vielleicht auch klein. Da er das Wort noch nie gehört hatte, wiederholte Kenneth seine Frage und versuchte zu erraten, was es bedeutete. Wer ist Emelvi, Latina? Latinas weibliches Elternteil. Ihre Mutter. Genau wie er gedacht hatte, war es wirklich der Name einer Person. Der ihrer Mutter. Kenneth wurde klar, wie ungewöhnlich es für Latina war, ihre Mutter zu erwähnen. Doch trotz des überraschenden und plötzlichen Themas hantierte er weiter geschickt mit seinem Messer und ließ sich nicht anmerken, wie erschüttert er war. Was für ein Mensch war ihre Mutter, fragte Kenneth und nutzte die Gelegenheit. Sie war klein. Latinas Haare und Hornfarbe stammen von Rak, aber ihre Hornform und ihr Gesicht ähneln offenbar dem von Emelvi, antwortete Latina und stieß dann einen weiteren Seufzer aus. Emelvi war erwachsen, aber sie war klein. Die Kunden sagen auch, dass größer besser ist. Magdala auch große, murmelte sie. Hem. Kenneth merkte, dass etwas nicht stimmte. Er spürte eine Diskrepanz zwischen dem, was sie sagte, und dem, was er gedacht hatte. Er hielt mitten im Schälen einer Kartoffel inne und sah zu Latina hinüber. Sie blickte nach unten und schien bedrückt zu sein. Und ihre beiden Hände lagen auf ihrer Brust. Latina. Was? Was meintest du, als du sagtest, deine Mutter sei klein? Ihre Brust. Das Erste, was er über Latinas Mutter erfuhr, war, dass sie kleine Brüste hatte. Das war einfach zu lächerlich, und selbst Kenneth konnte nicht anders, als sich darüber aufzuregen. Konnte sie nicht wenigstens mit Rita reden, wenn es um solche Dinge ging? Wie wäre es, wenn du mit Rita sprichst? Kenneth sagte es reflexartig in der Sekunde, in der es ihm in den Sinn kam, aber aus irgendeinem Grund wurde die Latina blass. Rita ist nicht groß. Nun, es stimmte, dass seine Frau eher eine schlanke Schönheit war. Aber es war nicht so, dass sie überhaupt keine hatte. Das war sicher nicht der Fall. Jemanden, der nicht groß ist, kann man nicht danach fragen. Latina hat Emelvi vor langer Zeit gefragt, warum sie klein ist, und man hat ihr fast die Wangen abgekniffen. Offenbar hatte Latina ihre Mutter direkt danach gefragt und wurde daraufhin heftig beschimpft. Es muss ziemlich erschreckend gewesen sein, denn sie hielt nun beide Hände an ihre zitternden Wangen. Ich verstehe. Jetzt, wo sie es erwähnte, hatte Helmine in dieser Hinsicht eine ziemlich weibliche Figur. Aber das lag wohl jenseits seines Verständnisses. Wie wäre es, wenn du etwas Milch trinkst? Wird Latina dadurch größer? Nun, das ist ein Mythos, sagte er zum Trost.
Sicherlich hatte Kennis kein umfassendes Wissen über große Brüste. Über solche Volksmärchen hinaus konnte er keine Hilfe anbieten. Und sollte er diese Information mit Dale teilen? Was für ein Gesicht würde der andere Mann machen, wenn Kennis das Thema ansprach? Und wer war eigentlich der Idiot, der der Latina beigebracht hatte, dass größer besser ist? Während er weiter Kartoffeln schälte, suchte Kennis nach Antworten auf solche unbeantwortbaren Fragen. Die Schule, daher war ihr Unterricht nicht schwer und dauerte nur kurze Zeit. Der Standard war, nur lesen, schreiben und rechnen zu lehren. Hinzu kam ein grober Überblick über die Geschichte und Geografie von La Bande und seinen Nachbarländern, und schon war der Lehrplan vollständig. Je nach Haushalt waren die Kinder manchmal auch eine wichtige Arbeitskraft. Es gab einige Familien, die nicht glücklich darüber waren, dass sie so lange mit dem Schulbesuch beschäftigt waren. Aus diesem Grund war es nach dem Abschluss der Grundschule nicht erforderlich, die weiterführende Schule zu besuchen, was eine Option für Haushalte war, die über die nötigen Mittel verfügten oder sich weiterbilden wollten. Die Grundschüler verließen morgens das Haus und kehrten kurz nach Mittag zurück, so dass sie nicht allzu viel Zeit pro Tag benötigten. Viele Kinder warteten mit dem Mittagessen, bis sie nach Hause kamen, aber Latina aß und plauderte immer mit ihren Freunden in der Schule. Da Latina Kochlehrerin war, machte sie sich ihr Mittagessen selbstständig. Unter der Leitung von Kennis im Dancing Ocelot verfeinerte sie ihre Fähigkeiten Tag für Tag. Aber es war schwierig, Zeit zu finden, um sie in der geschäftigen Küche von Anfang bis Ende kochen zu lassen. Und so lieh sich Latina, sobald sie mit der Essenszubereitung für den Vormittag fertig war, eine Ecke der Küche, um ihr eigenes Mittagessen zuzubereiten, als unabhängige Übung. Da sie es selbst zubereitet hatte, interessierte es sie, was die anderen davon hielten, und so kam es, dass Latina ihren Freundinnen Chloe und Silvia ihr Mittagessen vorführte. Als Rudi dies bemerkte, schleppte er seine Freunde aus Kindertagen, Anthony und Marcel, mit und bestand darauf, dass sie gemeinsam mit den Mädchen zu Mittag essen sollten. Da alle außer Latina sich schwer taten, etwas zu sagen, und nur Blicke mit einer Mischung aus Hänseleien und Mitleid austauschten, bekam Rudi die Gelegenheit, gelegentlich Latinas Hausmannskost zu probieren. Dies geschah an einem dieser üblichen Tage. Übrigens, warum hat Rudi das Horn von Latina? Latinas plötzliche Frage brachte Rudolf Schmidt dazu, das Essen aus seinem Mund zu spucken. Rudi, das ist eklig. Er nahm sich nicht einmal die Zeit, sich über Latinas Stirnrunzeln Gedanken zu machen, sondern schaute zu seinen anderen Freunden hinüber. Diejenige, die ihm am verdächtigsten vorkam, war Chloe, die gerade überrascht aussah. An zweiter Stelle stand Silvia, die das anscheinend amüsant fand. Anthony sah ebenfalls schockiert aus, aber er verriet Rudi in solchen Momenten nie, und außerdem vertraute er seinem alten Freund. Marcel hatte ein breites Grinsen auf dem Gesicht, aber das war ja auch normal für ihn. Wo? Rudi stieß unverständlich aus, sein Gesicht färbte sich so rot, dass ihm die Haare auf dem Kopf nicht mehr ausfielen. Hem. Warum? Latina starrte Rudi unschuldig an. Es schien sie nicht sonderlich zu kümmern, wie erschüttert er war. Warum? Das bildest du dir nur ein, Latina, sagte Rudi und griff reflexartig an seine Halskette. Hem. Aber die gehört Latina. Sie kann es einfach erkennen, erklärte Latina und legte den Kopf schief. Rudi dachte sich, dass der schwarze Splitter, der an einem Lederbällend von seinem Hals baumelte, für die anderen wie ein gut geschliffener Stein aussehen würde. Das war bei allen anderen der Fall gewesen, also unterschätzte er seine Freunde, die die Umstände kannten, die dahinter steckten, und dachte, sie würden auch nicht wissen, was es war. Aber Latina hatte es durchschaut. Ausgerechnet diejenige,
die er am wenigsten kennen wollte, hatte es herausgefunden, und das machte ihn wirklich wütend. »Das hast du durch bloßes Anschauen herausgefunden, Latina?« fragte Silvia, die das merkwürdig fand. »Ja.« An Latinas Gesichtsausdruck war abzulesen, dass sie nicht wusste, warum alle das so merkwürdig fanden. Alle anderen können es nicht erkennen. Es sieht aus wie ein Stein. Es ist tiefer schwarz und glänzender als das Horn eines Tieres. Latina kann eine Art von Mana-Präsenz sehen. Könnt ihr das nicht alle sehen? Ich verstehe nicht, was du meinst. Latina legte den Kopf schief und dachte darüber nach, was Silvia und Chloe gesagt hatten, und nach einer Weile sah sie auf und sagte: Jetzt, wo du es erwähnst. Dale hat Latina gesagt, dass das, was sie sieht, vielleicht ein bisschen anders ist als das, was alle anderen tun. Das war die Schlussfolgerung, zu der Dale gekommen war, als Latina in der Lage war, die Menschen im Dorf der Bestien leicht zu unterscheiden. Teufel hatten größere Fähigkeiten als die anderen Rassen, also war es möglich, dass sie etwas sehen konnte, was Menschen nicht sehen konnten. Das ist erstaunlich. Wirklich. Und warum hast du es? Rudi betete, dass die Diskussion weitergehen und die Angelegenheit ungelöst bleiben würde. Aber er musste beklagen, dass dieses Gebet unerfüllt blieb, und sein Blick huschte nach rechts und links, während er nach einem Ausweg suchte. Das ist. Siehst du? Siehst du? Als Latina niedlich den Kopf schief legte, schluckte Rudi. Weil es ungewöhnlich war, antwortete er. Seine Freunde warfen ihm alle missbilligende Blicke zu. Nun gut. Er wusste, dass diese Antwort auch nicht gut war. Er war sich dessen bewusst und wollte nur, dass sie ihn in Ruhe ließen. Doch das süße kleine Mädchen vor ihnen übertraf ihre Erwartungen bei weitem. Mit einem strahlenden Lächeln und einem freudigen Gesichtsausdruck sagte sie: Ich verstehe. Das ist ungewöhnlich, was? Sie akzeptierte das. Jeder einzelne von ihnen flüsterte das in Gedanken. Das junge Mädchen war klug, aber auf eine seltsame Art und Weise abwegig. Chloe, du hast auch eins, oder? Ja. Dein Horn ist schön, Latina. Das macht Latina aus irgendeinem Grund glücklich. Danke, Chloe. Mit einem verschämten Lächeln akzeptierte Latina viel zu leicht, dass dies der einzige Grund war, warum Rudi ihr Horn hatte. Anthony und Marcel klopften gleichzeitig mit einer Hand auf eine von Rudas Schultern, als wollten sie sagen: Bitte, lasst es dabei bewenden. Die Diskussion während des Mittagessens verlagerte sich dann auf Latinas natürlichen Feind der letzten Zeit. Bei ihren Erziehungsberechtigten konnte sie sich nicht über sie beschweren, aber bei ihren Freundinnen konnte sie das problemlos tun. Sie sagt immer zu Latina: Du bist so klein, und das liegt daran, dass du so klein bist. Sie ist furchtbar. Latina brummte mit aufgeblähten Wangen, ein Anblick, an den sich Chloe und Silvia gewöhnt hatten. Latina ist noch in der Ausbildung, aber sie arbeitet schon. Kennis lobte sogar ihr Können. Das kann man von einem kleinen Kind nicht behaupten. Latina war eine weitaus zuverlässigere Arbeiterin als irgendein ungelernter Erwachsener. Sie arbeitete nicht nur im Ozelot, sondern erledigte auch der Ils Anteil an der Hausarbeit, zusätzlich zu ihrer eigenen. Und wenn man sich ansah, wie ihr selbst gekochtes Mittagessen ausfiel, schien es klar, dass auch ihre Kochkünste Fortschritte machten. Latina war viel selbstständiger, als es ihr Alter vermuten lässt. Sie war auch viel stolzer, als man bei ihrem niedlichen Äußeren vermuten würde. Sie konnte es nicht ertragen, als kleines Kind abgestempelt zu werden. Latina will sich beeilen und erwachsen werden, sagte sie und starrte deprimiert auf den Boden. Das hatte sie oft getan, seit Helmine aufgetaucht war.
Wenn Latina erwachsen wäre, müsste sie nicht zurückbleiben. Sie würde Dale bestimmt auch viel mehr helfen können. Und Dale würde Latina viel besser verstehen. Latina war wegen ihres Vormunds schlecht gelaunt und deprimiert. Und sie konkurrierte auch so vorschnell mit der erwachsenen Frau, weil sie frustriert war, dass sie ein Kind war. Da er nicht wusste, dass die düsteren Gefühle, die in seinem eigenen Herzen herumschwirrten, die gleichen waren wie die von Latina, öffnete Rudi schließlich ohne nachzudenken den Mund und rief: Du bist aber klein, Latina. Latina wächst richtig. Siehst du? Du sprichst immer noch in der dritten Person von dir. Wie ein Baby. Er fand diese Angewohnheit von ihr eigentlich niedlich, aber am Ende sprach er unbedacht Worte aus, die das Gegenteil von dem waren, was er fühlte. Dieser eine Satz von Rudi richtete großen Schaden an. Was? Wie ein Baby? Latina schwankte ein wenig und verlor sich in ihren eigenen Gedanken. Rita und Fräulein Clarissa. Aber Oma ist ein bisschen anders. Noch immer schwindlig, erinnerte sie sich an die erwachsenen Frauen, die sie kannte. Dann schaute sie sich in den Gesichtern ihrer Freunde um. Was für ein Schock. Auch wenn es Rudi war, der das sagte, hatte er vielleicht doch recht. Schließlich fiel ihr das entzückende kleine Mädchen ein, mit dem sie sich angefreundet hatte. Latina ist das gleiche wie Maja. Maja war noch ein Kleinkind. Auch wenn es von Rudi stammte, er hatte recht. Der Schock über diese Erkenntnis stand ihr deutlich ins Gesicht geschrieben und Latina sank untröstlich in sich zusammen, während die Kraft aus ihrem Körper wich. Dies geschah in der Nacht. Dale saß allein an der Theke des Dancing Ocelot und nippte an einem Glas Alkohol. Latina war noch ein Kind, deshalb endete ihre Arbeit vor der Nachtschicht. Wenn es so spät war, träumte sie bereits vor sich hin. Auch die Zahl der Kunden im Laden war stark geschrumpft. Da es in der ganzen Stadt keine Straßenlaternen gab, bewegte sich spätnachts niemand mehr wirklich. Als das geschäftige Treiben im Laden ruhiger geworden war, konnte man deutlich das Geräusch von Eis hören, das in seinem Glas klapperte. Dale sah kurz auf, als die Frau mit den schmalen Schultern das Dancing Ocelot betrat, um dann seinen Blick wieder auf das Glas in seiner Hand zu richten. Hast du einen alten Freund wieder getroffen? Oh je, bist du eifersüchtig? Nein, natürlich nicht. Ich habe nur Mitleid mit dem Kerl, seufzte Dale, und Helmine lachte und setzte sich neben ihn an den Tresen. Sie hatte sich wirklich überhaupt nicht verändert, seit er sie zum ersten Mal getroffen hatte. Sie mochte es selbst leugnen, aber wann immer er ihr so begegnete, konnte er keinen einzigen Unterschied feststellen. Offenbar galt das auch für Leute, die sie schon länger kannten, wie Kenneth. Du solltest dir einfach einen passablen Mann suchen und dich endlich niederlassen. So etwas kannst du jetzt also sagen. Du bist älter geworden. Ich bin alt genug, was uns Menschen angeht. Das mag sein, sagte Helmine kichernd und lächelnd, während Dale einen weiteren Schluck aus seinem Glas nahm und ein wenig entsetzt aussah. Er hatte nicht die Absicht, sich in einen Rausch zu trinken, aber er konnte dieser Füchseng auch nicht nüchtern gegenübertreten. Helmine rief Rita herbei, um ihr ebenfalls etwas Alkohol zu bringen. Er sah ihre schlanken Finger im Augenwinkel flattern. Sei nicht so voreilig, deinen gesunden Menschenverstand auf uns anzuwenden. Ist das eine Belehrung? Es ist ein Ratschlag. Helmine sprach weiter, während sie das Glas in ihrer Hand schwenkte und das Eis dabei klirren ließ. Es ist einfach nicht möglich. Es mag tugendhaft klingen, wenn man sein ganzes Leben mit Gefühlen für eine einzige Person verbringt, wie ihr Menschen es tut, aber es ist nicht realistisch. Sie von der Seite zu betrachten, während ihre langen Wimpern Schatten auf ihr Gesicht warfen, war wie in einen Abgrund zu starren, was man bei ihrem jugendlichen Aussehen nicht erwarten würde. Überlegen Sie doch mal.
Selbst wenn zwei Menschen der gleichen Rasse angehören, ist es keine Seltenheit, dass zwischen ihnen ein Abstand von mehreren hundert Jahren liegt. Wenn dein Partner zuerst stirbt, könntest du dann den Rest deines Lebens in Gedanken an ihn weiterleben? Das ist einfach zu grausam. Das ist der Grund, warum diejenigen von uns, die zu Rassen mit einer langen Lebensspanne gehören, keine besonderen Partner wählen. Je mehr man sich um jemanden kümmert, desto schwieriger ist es, sich von ihm zu trennen. Dale hörte Helmines Worten schweigend zu, während er in sein Glas starrte. Er dachte an das Lächeln seines kostbaren Kindes. Eines Tages würde er von uns gehen und sie zurücklassen. Was konnte er für sie tun, bis diese Zeit gekommen war? Aber du hast wirklich keine Integrität, oder? Wie viele Schwächen von Männern hast du schon ausgenutzt? Oh je, sag das nicht so. Ihr altert einfach zu schnell und lasst mich immer zurück. Ich sage dir, das ist keine Entschuldigung dafür, dass du es immer auf Jungs abgesehen hast, die praktisch noch kleine Belger sind. Es ist einfach so, dass es sich so entwickelt. Und ich denke gerne, dass ich ein gutes Auge für Männer habe. Helmine lag mit ihren Worten nicht ganz daneben, denn viele der Männer, die sie in der Vergangenheit um den Finger gewickelt hatte, waren dafür bekannt, unübertroffen zu sein. Sie alle hatten bittersüße Erinnerungen an die Frau namens Helmine, als sie noch jung und unerfahren waren. Und ich bin ziemlich treu, würde ich sagen. Ich habe noch nie jemanden betrogen. Es wäre einfacher, wenn du so eine Frau wärst. Dann könnte ich dich einfach hassen. Wirklich, sagte Helmine und kicherte erneut. Dale war vielleicht nicht gut im Umgang mit ihr, aber er konnte sich nicht dazu durchringen, sie zu hassen oder zu verachten. Die anderen Männer empfanden sicher das Gleiche für sie. Anders als Männer leben Frauen mit Risiken, weißt du. Wenn sich die Gelegenheit ergibt, würde ich gerne einen Mann treffen, mit dem ich gerne Kinder haben würde. Wie unverblümt. Das liegt daran, dass du erwachsen geworden bist. Und ein Vater. Als sie das sagte, sprach sie in dem Tonfall von jemandem, der mit seinem kleinen Bruder spricht, und ihr Gesicht hatte die Gelassenheit eines älteren Menschen. Warum, glaubst du, nennt man Leute wie mich Halbelfen? Es war normal, dass Menschen, die mit den Merkmalen zweier Rassen geboren wurden, als Mischlinge bezeichnet wurden, aber nur diejenigen, die von einem Menschen und einem Elfen abstammten, wurden als Hälften bezeichnet. Ohne den Grund dafür zu kennen, schüttelte Dale den Kopf. Außer Menschen können auch Elfen Mischlinge mit Engeln haben. Aber die Wertvorstellungen der beiden Rassen sind einfach zu unterschiedlich, so dass sie sich von vornherein nicht miteinander vertragen. Engel waren noch kurzlebiger als Menschen. Sie blieben in ihren eigenen Dörfern und lebten nach ihrem eigenen Zyklus. Außerdem gab es nur sehr wenige von ihnen. Das Gebiet, in dem sie lebten, überschnitt sich auch nicht mit dem der Elfen, so dass es so gut wie keine Vermischungen zwischen Elfen und Engeln gab. Das Halbe ist der Schlüssel. Halbelfen leben nur halb so lange wie reinblütige Elfen. Aber das ist immer noch ein übermäßig langes Leben im Vergleich zu Menschen. Und so bleiben wir entfremdet zurück. Verstehst du das? Dale schüttelte stumm den Kopf, und Helmine fuhr fort, wie eine Lehrerin, die ihren Schüler ermahnt. Elfen sind anders als Teufel. Es dauert seine Zeit, bis sie reif sind. Viel zu lange, verglichen mit den Menschen. Ein menschliches Elternteil kann kein Halbelfenkind großziehen. Und? Ein dunkler Schatten fiel auf Helmines Gesicht. In ihre Stimme mischte sich eine gewisse Bitterkeit. Das Halbelfkind von Elfeneltern wird alt werden und vor ihnen sterben. Hat das etwas mit deiner Liste von Liebhabern zu tun? Ja. Ich brauche nichts anderes als ein Menschen- oder Halbelfenkind. Wenn ich mit jemand anderem als einem Menschen zusammenkomme, dann besteht die Chance, dass ich ein Kind einer anderen Rasse zur Welt bringe,
nicht wahr? Sie überspielte ihren verbitterten Gesichtsausdruck mit ihren schelmischen Handlungen, als sie diesen eindringlichen Satz mit Leichtigkeit aussprach. Wenn ich mit einem Mann einer anderen Rasse zusammen bin, besteht die Möglichkeit, dass ich mit einer Elfe schwanger werde. In diesem Fall wäre ich nicht in der Lage, das Kind aufzuziehen. Ich wäre einfach nicht mehr lange genug da. Jedenfalls ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering. Die Rassen mit langer Lebenserwartung hatten niedrige Geburtenraten. Dale dachte innerlich darüber nach, wie er sie nur als herumspielend betrachtet hatte. Er spülte seine Jugenderinnerungen mit dem Inhalt seines Glases weg. Warum reden wir plötzlich darüber? Wer weiß? Ich frage mich, sagte Hilmine, kicherte erneut und verbarg den bitteren Gesichtsausdruck, den sie gerade gezeigt hatte. Vielleicht war sie immer noch an einem Ort, den er noch nicht erreichen konnte. Wir langlebigen Rassen haben unsere eigenen Probleme und auch unsere eigenen Gründe. Vergessen Sie nicht, dass selbst Ihre menschliche Vernunft uns schaden kann. Sie sind ein Elternteil, richtig? Er wusste offensichtlich, wen sie meinte. Er nahm an, dass Helmin mit ihrer Beobachtungsgabe es bereits gemerkt hatte. Wirst du Latina eines Tages, nachdem ich gestorben bin, helfen? Das will ich nicht, antwortete Helmine unverblümt. Sie sah Dale an, ein sanftes Lächeln zeigte sich in ihren Augen, die sich verengten. Wenn sie dir so viel bedeutet, dann musst du so lange leben, wie du kannst, klar. Das Eis in dem nun leeren Glas klirrte mit einem hohen Ton.